Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur heutigen Seelenpartnerlegung. Meine Lieben, bevor ich anfange mit den einzelnen Sternzeichen, möchte ich gerne so ein paar allgemeine Sachen zur Seelenpartnerlegung oder zur Seelenpartnerschaften sagen. So allgemeine Informationen, was ich mir dabei gedacht habe und warum ich das nur einmal im Jahr mache und so. Und für diejenigen von euch, die sich mehrere Legungen anschauen, beziehungsweise die das nicht interessiert, was ich hier am Anfang so zu erzählen habe, ihr findet unten in der Infobox einen Hinweis, wann ihr das überspringen könnt und wann es dann direkt losgeht mit der Legung für die Sternzeichen. Aber es zumindest einmal anzuhören, ne, gibt euch vielleicht einen Einblick, wie ich diese Deutung interpretiere. Also, ich mache nur einmal im Jahr Seelenpartnerschaftslegungen. Das war früher auf meinem Kanal anders. Früher habe ich das sehr regelmäßig gemacht und dann habe ich festgestellt, in der Arbeit, in den persönlichen Readings, die ich damals noch gemacht habe, so, dass dieser Seelenpartnerschaftsgedanke ganz, ganz viele Menschen in toxischen Situationen hält. Denn am Ende des Tages sind tatsächlich auch narzisstische und toxische Partner Seelenpartner, denn sie holen das Schlechteste aus uns heraus und ne, möglicherweise beides, das Beste und das Schlechteste. Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass wir mehrere Seelenpartner in unserem Leben haben. Ne? Seelenpartner, die Liebenden, es sind immer Menschen, die uns begegnen, weil das Universum sagt, ihr müsst euch begegnen. Ihr müsst euch begegnen, weil hier gibt es Lernaufgaben und die, ne, die werden innerhalb dieser Beziehungsdynamik eben sichtbar gemacht. Ob du jetzt daran glaubst, dass es nur einen Seelenpartner gibt oder mehrere Seelenpartner, ist dir überlassen. Ich bin auf jeden Fall, also ich glaube nicht mehr an diese Dualseelenprozesse und an diese Twin Flame Geschichten. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich viele Menschen in meinem Leben hatte und ich kann mich da der eigenen Nase fassen, die dachten in so einem Prozess zu sein. Und vielleicht waren wir es auch, aber niemand von diesen Menschen ist mit diesem Partner jemals zusammengekommen. Und deswegen habe ich da so ein bisschen Abstand davon genommen. Nichtsdestotrotz glaube ich ganz fest und ganz tief an Seelenpartner. Und ne, diese Seelenpartner haben immer unterschiedliche Dynamiken. Also diese Legung ist für dich heute hilfreich, wenn du in irgendeiner Art und Weise in einer intensiven Beziehung zu jemandem stehst. Ne, muss nicht sein, dass du Kontakt mit dem hast, kann alles auf der 5D-Ebene sein, also alles ne, auf einer spirituellen Ebene. Aber es ist definitiv ein Mensch, mit dem du eine sehr besondere Verbindung hast. Du kannst dir diese Legungen gerne auch nur für dich anschauen, denn ne, Seelenpartnerschaft gibt es einen weiblichen Anteil, einen männlichen Anteil, muss nicht Mann und Frau sein, ne, ist geschlechterlos. Aber wir haben beide Anteile auch in uns selbst. Das heißt, wenn du jetzt keinen Seelenpartner hast gerade, kannst du dir diese Legung anschauen und kannst das anschauen als, das ist die Aufgabe meiner weiblichen Seite und das ist die Aufgabe meiner männlichen Seite. Ne? Also definitiv kannst du hier auch ohne einen Seelenpartner eine wichtige Info für dich finden. Ich möchte dazu sagen, normalerweise hätte ich jetzt am 11.11. nur eine Legung gemacht, aber da das weibliche Kollektiv im Moment wirklich stark ist, ne? Wir brauchen nur mal auf das Weltgeschehen blicken, was da im Iran los ist. Das weibliche Kollektiv bricht aus, verschafft sich Gehör und so. Habe ich gedacht, ich mache das dieses Mal eben für alle Sternzeichen und versuche die Energien im weiblichen Kollektiv als auch im männlichen Kollektiv für dich zu veranschaulichen. Am Ende des Tages ist es sowieso am wichtigsten, dass du mit einer Legung in Resonanz gehst. Das heißt, dass du dich angesprochen fühlst. Und wenn du merkst, nee, ne, passt überhaupt nicht auf die Situation, in der ich mich befinde, dann mach das Video einfach aus, denn dann ist die Botschaft nicht für dich bestimmt. So, das war mir wichtig, das kurz am Anfang hier nochmal loszuwerden. Jetzt beginne ich mit den Sternzeichen. Vielen lieben Dank, dass du dir das alles angehört hast. Hallo meine lieben Steinböcke und herzlich willkommen zu eurer Seelenpartnerlegung. So, wir beginnen direkt. Ich möchte mir jetzt als erstes mal die Energie eurer Verbindung anschauen. Liebes Universum, eine Botschaft zur Seelenpartnerschaft für
für meine Steinböcke. Beistand. Interessant, an der Unterseite des Decks Milch und Honig, die hatte ich gerade bei den Jungfrauen. Vielleicht hast du Jungfrau in deinem Geburtshoroskop, vielleicht hast du mit einer Jungfrau zu tun. Auf jeden Fall nehme ich hier schon eine sehr schöne Miteinander-Energie wahr. Beistand, okay, wir gucken weiter. Liebe Steinböcke. Chakra. Okidoki. Liebes Universum, ich hätte gerne gewusst, in welcher Energie befinden sich meine Steinböcke. Balance, die Mäßigkeit. Was ich an der Karte schön finde, ist, dass ich das Gefühl habe, na, hier ist ja männlich und weiblich, dass ich das Gefühl habe, du hast sowohl deinen männlichen Anteil als auch deinen weiblichen Anteil integriert und bist so ein bisschen in deiner Mitte angekommen. Ich hätte gerne eine Botschaft. Okay, interessant. Krebsenergie, 7, der Wagen, 2 große Arcana-Karten, Move. Ehrlich gesagt, auch die habe ich gerade bei den Jungfrauen gesehen. Kann sein, dass... Also, vielleicht hast du irgendwie Jungfrau-Energie. Vielleicht hat es im September angefangen oder im August in der Jungfrauzeit, ne? I don't know. Aber hier liegt Bewegung. Und ich habe es den Jungfrauen gerade erzählt, ne? Das macht man doch, ich glaube, irgendwie bei einer Vermählung. Also bei beiden Karten, bei allen drei Karten ist eigentlich die Rede von Vereinigung. Ne? Hier sind 2 drauf, hier sind 2 drauf, hier sind 2 drauf. Okidoki, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Vielleicht bist du der Beistand für dein Gegenüber. Vielleicht bringst du unglaublich viel Ruhe in das Leben von deinem Gegenüber. So, in welcher Energie befinden sich meine Steinböcke? In welcher Energie befinden sich meine Steinböcke? Die 8 Schwerter. Interessant. Okidoki. In welcher Energie befindet sich dein Seelenpartner? Die Welt. Wie schaust du denn auf deinen Seelenpartner, lieber Steinbock? Die Kraft. Wie schaut dein Seelenpartner auf dich? Die Liebenden, Zwillinge-Energie, Löwe-Energie haben wir hier noch. Okay. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt gerade in dieser Verbindung? Wie ist der Stand der Dinge? Die 3 Münzen. Der Stern. Okay. Definitiv liegt hier ein Teil dieser Jungfrau-Energie mit auf dem Tisch. Die 10 Münzen, der Stern und die 3 Münzen. Witzigerweise nehme ich die Rollen ein bisschen umgedreht wahr. Ich glaube, dass du dieses Mal nicht siehst, was da auf dich zukommt. Lieber Steinbock. Denn dein Gegenüber hat offensichtlich also hier liegen 3 große Arcana-Karten, ne? Wassermann-Energie haben wir hier auch noch. Und ich habe das Gefühl, dass in diese Beziehung sehr viel Heilung reinkommt. Was ist denn, ich möchte mal ganz Ast der Stäbe an der Unterseite des Decks. Was ist denn als nächstes von deinem Gegenüber zu erwarten? Was ist als nächstes von deinem Gegenüber zu erwarten? Königin der Stäbe. Interessant. Eine Karte. Okay.
Okay, 10 Schwerter, aber sie wollten nicht raus. König der Münzen. Was siehst du denn nicht kommen? Die 8 Schwerter. Was siehst du denn nicht kommen? Die Mäßigkeit, meine Lieben. Das Miteinander, ne? 3 Münzen. Der alchemische Prozess des Miteinanders siehst du nicht kommen. Dass sich der männliche Anteil und der weibliche Anteil vereinen. Ja, Rat des Schicksals. Hohe Priesterin. Warum bist du denn, warum schaust du denn in der Kraft auf dein Gegenüber? Warum schaust du denn in der Kraft auf dein Gegenüber? Der Tod. Die 8 Stäbe und der Tod. Ich habe das abgeklärt, weil ich das Gefühl hatte, dass du da ein bisschen stolz bist. Das, ich nehme das so ein bisschen und das meine ich überhaupt nicht despektierlich. Ne? Jedes Sternzeichen hat so seine Mankos und Stolz und Würde, ne, so ist definitiv auch so ein Steinbock-Attribut. Also ich habe das Gefühl, du bist eine sehr stolze Person und bist da auch ehrlich gesagt gerade nicht sonderlich bereit, so viel Einsatz zu zeigen, sondern ich glaube eher, du bist in einer Energie, in der du sagst, ne, der Move hier, 8 Stäbe, der Move muss von meinem Gegenüber kommen. Ich glaube nicht, dass du irgendwie bereit bist, gerade als Erster eine Kommunikation zu beginnen. Ne? Die Mäßigkeit zweimal in deiner Energie ist Stille, Ruhe, Balance. Und ich glaube, dass du nicht siehst, was da alles bereits passiert ist. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr Kontakt habt. Bei den Jungfrauen habe ich wahrgenommen, da ist auf jeden Fall Kontakt. Bei euch weiß ich es nicht, aber ich kann es nicht ausschließen. Aber ich habe das Gefühl, dass du nicht siehst, wie stark du in der Energie von deinem Gegenüber bist. Ich weiß nicht. Ich hätte gerne mal die 10 Münzen abgeklärt. Die Herrscherin. Also du bist der Real Deal. Wie sieht dein Gegenüber diese Verbindung? In dem Moment, wo ich das sage, leuchtet mir super krass die Sonne ins Gesicht. Ne, dieserjenige sieht diese Verbindung als schicksalshaft, ne, als Vermählung. Die Energie, in der dein Gegenüber sich befindet, ist, ich weiß nicht, was er hinter sich gelassen hat, was er alles abgeschlossen hat, welche Zyklen er beendet hat. Ne? So. Ich habe das Gefühl, dass du viele Dinge nicht siehst und vielleicht auch gar nicht so wahrnimmst. Ich weiß auch nicht, ob das in deiner Energie so eigentlich, ne, so eigentlich schon vorbei ist. Was passiert als nächstes in dieser Verbindung, ja? Okay. Okay. Interessant. Interessant. Die 4 Kelche. Was passiert als nächstes in dieser Verbindung, mein lieber Steinbock? Die 8 Kelche. Es kommt, ich glaube, dein Gegenüber kommt auf dich zu. Möglicherweise 7 Münzen nach einer langen Zeit. Kann sein. 9 Stäbe. Und sagt, die Dinge sind nicht mehr so, wie sie mal waren. Ich hab was hinter mir gelassen. Ich hab einen Schlussstrich an mein altes Leben gezogen. Keine Ahnung. Kann auch eine Partnerschaft sein, von der er geheilt ist. Aber ich habe das Gefühl, dass hier jemand fleißig war.
Königin der Münzen, das bist du, ne? Königin der Münzen ist Steinbock-Energie. Wir haben hier Power-Couple-Energie. Vielleicht hatte dein Gegenüber in irgendeiner Art und Weise eine Entscheidung zu treffen. Das kann ich nicht ausschließen mit der Königin der Münzen und der Königin der Stäbe. Aber was ich sagen kann, ist, was da auf dich zukommt und was du nicht siehst, ist, dass dein Gegenüber sehr wohl in der Zeit, ne? Möglicherweise wirklich eine lange Zeit. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du lange genug gewartet, also vielleicht hast du lange gewartet, dass das passiert. Und es ist die ganze Zeit nichts passiert, weshalb du, ne? Ich habe das Gefühl, du hast hier den Schritt gesagt, so, nee, ich will das so nicht mehr. Und vielleicht hat dieses, was du gemacht hast, dieses, nee, ich will das so nicht mehr, die Veränderungen, die du vorgenommen hast, möglicherweise dann on the long run für Veränderungen bei deinem Gegenüber gesorgt. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass dein Gegenüber zurückkommt zu dir. Ich weiß noch nicht so genau, wie empfänglich du dafür bist. Die, ne? Die vier Kelche. Ne? Vielleicht ist es für dich wirklich vorbei. Vielleicht hast du wirklich deinen Frieden gemacht. Das weiß ich nicht. Aber ich nehme bei deinem Gegenüber eine Entscheidung wahr. Und die hätte ich jetzt gern nochmal mit einer Karte abgeklärt. Was hat dein Gegenüber entschieden? Was hat dein Gegenüber entschieden? Was hat dein Seelenpartner für Entscheidungen getroffen? Wow. Möglicherweise drei Kelche, möglicherweise gab es hier Dreierkonstellationen. Kann sein. Ich kann es nicht ausschließen. Aber offensichtlich hat sich dein Gegenüber entschieden, auf sein Herz zu hören. Vielleicht kommt er mit einer Entschuldigung, vielleicht kommt er mit einer Liebeserklärung. Aber ne, Beistand. Und die Energie eurer Verbindung die Energie eurer Verbindung ist sehr heilend. Ich weiß immer noch nicht, ob du den zurückhaben willst oder nicht. Oder ob du offen bist. Ich kläre das gleich nochmal ab. Aber ich habe das Gefühl, du hörst auf jeden Fall nochmal von deinem Gegenüber. Und am Ende des Tages wird es in irgendeiner Art und Weise Beistand für dich sein. Ne? Es wird auch für dich eine heilende Erfahrung sein, vielleicht zu erkennen, dass Dinge anders waren, als du sie angenommen hast. Oder vielleicht zu erkennen, dass, ne, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Zeit spielt hier auch eine Rolle. Vielleicht hat dein Gegenüber länger gebraucht, als du ihm gegeben hast. Ne? Vielleicht warst du zu ungeduldig. Ich weiß es nicht. Vielleicht warst du zu stolz, vielleicht warst du zu erhaben, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dein Gegenüber kommt hier nochmal auf dich zu und hat etwas zu sagen, was definitiv auch Heilung in diese Beziehung bringt, Heilung auch in dich. Und was definitiv auch eine zweite Chance sein kann. Es kann eine freundschaftliche Annäherung sein, wo man schaut, hey, wie weit es jetzt, wo sich hier Dinge verändert haben. Mit der Welt sehe ich Veränderungen in der Energie von deinem Gegenüber. Mit dem Tod sehe ich Veränderungen in deiner Energie. Ich habe das Gefühl, es haben sich viele Dinge über die Zeit verändert. Jeder hat irgendwie unterschiedliche Wege eingeschlagen. Man hat sich möglicherweise auch irgendwie voneinander distanziert. Aber hier liegt definitiv die Energie von, na, man kann sich auch wieder annähern. Also egal in welcher Art und Weise, ob man hier Frieden schließt, ob man, ne, ob man dem Ganzen eine zweite Chance gibt, aber definitiv möchte diese Seelenpartnerschaft in irgendeiner Art und Weise Heilung erfahren. So, bevor ich jetzt ins Extended einsteige, ich hätte gerne gewusst, wie offen du einer zweiten Chance gegenüberstehst. Damit ich da im Extended gleich weiß, wie der Hase läuft. Witzig, hier sitzt ein kleiner Hase. Liebes Universum, wie stehen meine Steinböcke zu einer zweiten Chance oder zu einer Chance mit diesem Seelenpartner? Wenn das Angebot das Richtige ist und wenn es sich tief in dir drin, Eremitenenergie, also hier liegt irgendwie Jungfrau. Keine Ahnung, auch wenn du nichts mit Jungfrau zu tun hast und nicht keine Jungfrau-Energie in deinem Geburtshoroskop hast. Schau es dir mal an, vielleicht findest du in dieser Legung auch noch irgendeinen Hinweis. Aber ich würde sagen,
Wenn sich das tief in deiner Seele richtig anfühlt und wenn du siehst, ne, hier hat jemand was verstanden, hier hat jemand was gelernt, hier hat sich jemand seelisch wirklich weiterentwickelt und das, was dieser Page der Kelche zu sagen hat, dann bin ich durchaus bereit, mir das anzuhören, mir das anzuschauen und das nochmal, es einfach nochmal neu zu überprüfen. So nehme ich es wahr. Ne? Die Gegebenheiten neu zu überprüfen und dann eine neue Entscheidung zu treffen. Aber ich sehe dich jetzt auf jeden Fall nicht abgelehnt von dieser Energie. Und vielleicht brauchtet ihr auch so eine gewisse Off-Zeit, um zu heilen, um zu wahrer Stärke zu finden und so. Ne? Was ich glaube mit den 8 Schwertern in deiner Energie, ich glaube, dass du viele Dinge nicht weißt. Viele Dinge, die hier bei deinem Gegenüber passiert sind, davon weißt du nichts. Und möglicherweise kommt hier eine Kommunikation, die viele Fragen beantwortet, ne? Die dir hilft, das alles zu verstehen. Hier ist doppelt Jungfrau-Energie. Ritter der Münzen ist auch Jungfrau-Energie, ne? Die dich, den ganzen Prozess oder dich selbst oder auch die Beweggründe von deinem Gegenüber auf jeden Fall verstehen und nachvollziehen lässt. Und die dich möglicherweise, ne, Page der Münzen oder der Münzen, auch zu ermutigen, dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben. Ne? Also, ja, liebe Steinböcke. Gut, so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich lasse mich ganz intuitiv durchleiten. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie wir das aufbauen. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie wir das aufbauen. Ich vertraue meinem Bauchgefühl und bringe die Botschaften raus, die rauskommen möchten. So, außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Und wenn du gerne wissen möchtest, wie du meiner Soul Family beitreten kannst, dann findest du auch unten in der Infobox einen Hinweis und ein kurzes Video, wo ich dir genau erkläre, wie das alles funktioniert. So, für die Steinböcke unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht gezeigt haben. Ich glaube schon, dass du in einer gewissen Weise die Dinge akzeptiert hast, wie sie sind und auch so ein bisschen deinen Frieden gefunden hast. Ich glaube, also ich nehme in deiner Energie wahr, dass es dir ganz okay geht oder ehrlich gesagt mehr als okay. Ich glaube eigentlich, dass es dir gut geht. Aber kann sein, 8 Schwerter, ne, dass du dort trotzdem noch irgendwelche offenen Fragen hast oder dich manchmal, ne, so erwischt, wie du sagst, hey, keine Ahnung, wieso ist das so gelaufen, wie geht es, ne, oder wie geht es weiter, oder aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, du siehst das, was hier liegt, nicht vollumfänglich. Ich nehme bei deinem Gegenüber wahr, er hat Entscheidungen getroffen, möglicherweise, ne, zwischen zwei Personen. Möglicherweise hat er sich aus einer Verbindung gelöst, hat eine Verbindung geendet. Ne? Das, ich meine, hier ist Vermählung, hier ist schon irgendwie auch so Ehe. Vielleicht hat jemand eine Ehe beendet, eine Partnerschaft beendet, Familienthemen, generell irgendwie, ne, Themen rund um Liebe, Geborgenheit, ne, all das hinter sich gelassen und hat jetzt eben die Entscheidung getroffen, jetzt kann ich mein, ne, jetzt bin ich der König der Münzen, ne, Power Couple Energie, dein Power Couple, muss man auch dazu sagen, ne? Jetzt bin ich derjenige, der dem Steinbock was bieten kann, ne? Ich glaube schon, dass du von Anfang an immer klar gemacht hast, was dir wichtig ist, was du brauchst, ne? Und ich habe das Gefühl, dass ich hier eine Person wahrnehme, die das bieten kann. Und vielleicht kommt derjenige und sagt, hey Steinbock, hast du nicht Lust auf ein Treffen? Und du solltest sagen, ne, du solltest, egal was du in der Vergangenheit da schon für endgültige Entscheidungen getroffen hast, ich habe das Gefühl, du solltest das erwidern, was da in irgendeiner Art und Weise kommt. Ne? Das ist Page ist irgendwie, man begegnet sich neu, ne? Man begegnet sich unvoreingenommen, als wäre man ein unbeschriebenes Blatt. Ich glaube nicht, dass ihr ein unbeschriebenes Blatt seid, aber als wäre man ein unbeschriebenes Blatt und dann begegnet man sich und dann, ne, dann entscheidet man nochmal neu, weil ich glaube, dass sich in der Zwischenzeit viele Dinge verändert haben und das wirst du auch
feststellen. Ne? Ich glaube, dass du das feststellen wirst, dass sich Dinge verändert haben. Und dann triffst du eine neue Entscheidung, ob du das hier wünschst, ob du dir vorstellen kannst, hier nochmal in die Zukunft zu investieren oder nicht. Ne? Am Ende des Tages entscheidest es nur du. Gott, wie die Sonne mir ins Gesicht blendet. Das ist total krass. Also, es ist ein gutes Zeichen. Ich liebe das, wenn das ist, aber ich sehe einfach gerade gar nichts mehr. Gut, meine lieben Steinböcker, zweite Chance, ja oder nein? It's your choice. Oder ich weiß nicht, ob es eine zweite Chance ist, aber ich glaube auch mit dieser Beistandsenergie, ihr so 100% wart ihr nie getrennt voneinander, energetisch. Ich glaube, ihr wart energetisch immer füreinander da. Und jetzt kommt es eventuell kommt es eben zurück, nur in veränderter Energie. Genau, so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank und vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!